So, wir sind jetzt hier am Stand von Cooler Master und ich habe irgendwie das Gefühl, ich sage das bei jedem Stand. Wir haben hier nämlich auch sehr viel Neues, beziehungsweise ich glaube, das sind die meisten Neuerungen auf einem Stand, die ich bisher gesehen habe. Das erste wirklich coole Projekt, das wir haben, ist, das kennt ihr schon von Roman der Bauer zum Beispiel oder Case King oder von Nvidia GeForce, da gab es ja auch sowas mal. Und zwar haben wir Submersion Cooling, beziehungsweise mit einer Flüssigkeit gekühlt, die verdampft, Verdampfungskühlung. Das Ganze läuft mit einer Flüssigkeit, die einen relativ niedrigen Siedepunkt hat. Also hier von 3M das FC72, nicht mehr 3M Novec, das ist aber was Ähnliches, also funktioniert genauso. Das ist eine Flüssigkeit, die nicht leitet und da können zum Beispiel Komponenten drin versenkt werden. Hier haben wir zum Beispiel ein Gigabyte 3647 Mainboard mit einem 28-Kerner Xeon, das heißt der W3175, der übertaktbare Xeon, der ist hier drin. Außerdem 2 RTX 2060 Karten. Warum sie hier keine 2080 Ti's genommen haben bei dem System, ist mir ein bisschen schleierhaft, aber gut. Ja, SSDs, eine Aorus RGB SSD, wo die genau ist, die wird wahrscheinlich unter einem Kühler sitzen. Außerdem ein Cooler Master V1300 Netzteil, das sehen wir hier, da verhält sich der Lüfter ein bisschen merkwürdig, denn die Temperatursensoren sind hier natürlich an Stellen untergebracht, wo die Flüssigkeit zwar auch ist, allerdings ist die Flüssigkeit relativ warm, deshalb denkt der Lüfter hier, müsste relativ schnell drehen, das ist aber nicht der Fall. Man merkt auch, wenn man dran fasst, dass der Tank auch relativ warm ist, denn der Siedepunkt der Flüssigkeit muss erreicht werden, damit diese an den Rohren hier verdampft. Diese Rohre führen zu den Radiatoren hier, die von Lüftern gekühlt werden, das heißt, diese Rohre sind kälter als die Umgebung, das heißt, daran sammelt sich die verdampfte Flüssigkeit und tropft dann wieder runter, wenn sie abgekühlt ist. Und so läuft quasi dieses ganze System und wir haben hier relativ niedrige Temperaturen und ja, wir sehen, das sieht wirklich sehr interessant aus, denn an den Stellen, wo das Metall wärmer ist als der Siedepunkt der Flüssigkeit, verdampft es und steigt nach oben. Sammelt sich dann an den Kupferleitungen und tropft wieder runter, wenn es abgekühlt ist. Und das ist quasi ein Kreislauf, der sich immer fortsetzt. Somit wird das Ganze gekühlt. Das Problem hier ist allerdings, je nachdem, wie hoch der Siedepunkt der Flüssigkeit ist, hier wird es um die 35 Grad sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurem Zimmer 35 Grad habt oder in eurer Wohnung, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Das heißt, weil dann würde die komplette Flüssigkeit kochen und so nicht mehr funktionieren, weil die Wasserkühlung ja auch nicht unter diese 35 Grad kommt. Das heißt, da gibt es Probleme und da muss man gegebenenfalls eine Flüssigkeit mit höherem Siedepunkt nehmen, wo aber dann die Kühlleistung schlechter ist. Gestern waren hier noch ein System aufgebaut in kleinerem Formfaktor, das Cooler Master sogar in den kommerziellen Verkauf bringen soll. Das heißt, selbst als Privatanwender könnt ihr dann sowas kaufen, was wirklich sehr interessant ist für mich und vor allem optisch wirklich cool ist. Da man sowas eigentlich in den meisten Fällen nicht hat, außer vielleicht mit Mineralöl. Das Ganze sieht dann aber auch nicht ganz so spektakulär aus und ist ein ziemlicher Pain, so ein System hinzubekommen. Eine interessante Sache haben wir auch hier. Viele von euch dürften Cooler Master als OEM von AMD-Kühlern kennen. Das heißt, auf den AMD-Lüftern, auf der Unterseite steht Cooler Master drauf. Das hat den Grund, dass diese Lüfter eben von Cooler Master designt wurden. Hier haben wir noch ein paar andere Sachen, die auch von Cooler Master stammen. Zum Beispiel von Acer Predator, die eine Wasserkühlung, eine 240er. Dann haben wir hier von MSI die Seahawk-Grafikkarte. Die funktioniert ebenfalls mit einem Cooler Master, einer Cooler Master All-in-One. Genauso wie die Gigabyte Aorus Waterforce. Das ist ebenfalls ein Gigabyte-Modell. Und hier haben wir sogar die Kühlplatte für den Speicher und für die Spannungswandler, die ebenfalls von Cooler Master kommt. Und ein paar von euch dürften es wahrscheinlich eher nicht gedacht haben. Selbst der Hybrid-Wasserkühler und laut meinen Angaben, beziehungsweise was mir ein Mensch hier von Cooler Master gesagt hat, selbst die Matrix-Karten oder die anderen Kühler zum Beispiel, der Asus-Karten, kommt von Cooler Master. Das heißt, wir haben hier wirklich extrem viel, was man eigentlich nicht wirklich gedacht hätte, dass es von Cooler Master kommt, ist hier wirklich als OEM-Fertiger dabei, was meiner Meinung nach wirklich cool ist. Das heißt, Cooler Master hat sich wirklich in sehr viele Produktkategorien bzw. sehr viele Hersteller decken die ab und somit haben sie auch sehr viel Erfahrung. Und ja, das zeigt sich natürlich dann in ihren Produkten.
Wenn wir schon bei den Produkten sind, neben den All-in-Ones von Cooler Master mit zum Beispiel zwei Pumpen bzw. ARGB-Lüftern, die man ja bereits kennt, und sogar mit Display, haben wir hier noch was ganz Besonderes bzw. was jetzt wirklich Neues von Cooler Master, denn Cooler Master steigt jetzt auch in den Custom-Wasserkühlungsbereich ein. Wir haben hier Hardtubing, ein Ausgleichsbehälter mit einer Pumpe, das sieht jetzt zwar aus wie eine D5-Pumpe, basiert jetzt aber eher auf der All-in-One-Pumpe, das heißt nicht ganz so kräftig, nicht ganz so zuverlässig. Wie sich das mit der Lautstärke schlägt, das werden wir sicher in einem Test dann noch rausfinden. Hier haben wir einen 240er mm Radiator, auch mit den ARGB-Lüftern. Ich persönlich finde das System klasse, denn wir haben hier auch wirklich Custom-Wasserkühlung-Komponenten, wirklich mit Kupferradiator, also kein Alu, und einem Nickelblock bzw. kein Aluminium im Loop. Cooler Master hat mir nämlich auch gesagt, persönlich sind sie der Meinung, Aluminium gehört nicht in einem Custom-Wasserkühlungsloop. Das sollte mal einer Thermaltake sagen. Aber gut. Aber was ich wirklich interessant finde, ist wirklich alles von Cooler Master selbst designt und selbst entwickelt. Das heißt, wir haben hier wirklich komplett von Cooler Master, ähnlich wie bei Corsair. Allerdings gibt es hier noch keine Komponenten für die Grafikkarte. Das kommt aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch. Neben Wasserkühlung gibt es ja auch noch neue Luftkühler. Wir haben hier den Master Air Hyper 212X SE, also mit RGB-Lüfter. Der Name wurde in Master Air geändert, denn jetzt heißen ja die komplette Serien so, also Master Watt, Master Air, Master Liquid und so weiter. Aber im Prinzip ist das ein Hyper 212 mit einem RGB-Lüfter, was wirklich die Optik so ein bisschen verbessert von dem Kühler. Außerdem die Heatpipes sind vernickelt und der Alu-Kühlkörper bzw. die Alufinnen sind poliert, was wirklich auch deutlich besser aussieht. Das ist quasi eine Premium-Version von einem eher günstigen Kühler. Außerdem, was wirklich sehr interessant ist meiner Meinung nach, haben wir den Master Air Maker 3D VVC. Das ist ein bisschen ein komischer Name, hätten sie vielleicht ein bisschen anders nennen können. Allerdings haben wir ein wirklich sehr, sehr interessantes Design. Wir haben hier einen Kühler, der komplett mit einer Vapor Chamber funktioniert. Das heißt, ihr habt hier eine Vapor Chamber, die einmal in einer U-Form um den ganzen Kühler rumgeht. Wie gut das funktioniert, das müssen Tests noch zeigen. Cooler Master behauptet allerdings, dass das Design so gut sein soll, dass es mit einem NHD15 oder anderen Dual-Tower-Kühlern mithalten kann. Ob das wirklich stimmt, daran lässt sich zweifeln. In einem Test, wie gesagt, werden wir das herausfinden, ob das dann wirklich so ist. Auch Gehäuse gibt es hier ein paar neue, denn Cooler Master hat die Silencio-Serie etwas refreshed quasi. Mit dem Silencio S400 und S600 in Micro-ATX und normalem ATX. Das Ganze wurde eben zur vorherigen Generation, die ja schon wirklich ein bisschen älter ist, deutlich überarbeitet. Ihr habt mehr Airflow in der Front. Ihr habt jetzt ein Panel, was ihr abnehmen könnt und durch normales Mesh ersetzen könnt. Natürlich wieder Dämmung, um das Ganze möglichst leise zu gestalten. Silencio-Lüfter, um auch eine gute Kühlleistung hinzubekommen. Natürlich drehen diese Lüfter relativ langsam. Das heißt, für High-End-Hardware ist es vielleicht nicht unbedingt das beste Gehäuse, was den Airflow angeht. Allerdings, wenn ihr wirklich einen leisen Rechner haben wollt, dann ist das eine gute Alternative zu Be Quiet oder zum Beispiel Fractal Design. Und ja, es ist auch wirklich schön designt, also wirklich sehr schlicht. Das kennt man aber auch von anderen Gehäusen. Von daher findet man hier nicht allzu viel Verschiedenes. Wir haben ja natürlich auch an der Front der Material ein 5,25 Zoll Laufwerk, beim Großen sogar zwei Stück. Und einen Frontfilter haben wir ebenfalls. Aber das ist ja mittlerweile Standard bei Gehäusen, somit nicht wirklich Neuerung, aber jedenfalls diese Serie mal wieder refreshed mit ein bisschen besserem Design und ein paar Features, die man in den heutzutage brauchen kann. Ein Feature, das ich auch damals wirklich gut fand, war der Kartenleser in der Front, den haben wir auch hier wieder. Das war ja so ein bisschen das Auszeichnungskriterium der Silencio-Serie neben der Dämmung. Das haben wir ebenfalls bei beiden Modellen. Finde ich auch super, dass das weiter so gemacht wurde. Und ja, auch bei den Netzteilen gibt es ein paar Neuerungen. Wir haben hier unter anderem die XG Gold Serie, das ist eine Essential Serie. Das heißt, wir haben hier relativ günstigen Preis, trotzdem einen Fluid Dynamic Bearing Lüfter, das heißt einen relativ guten und leisen Lüfter. Laut Cooler Master soll das ein wirklich sehr leises Netzteil sein, unter 15 dB auch unter Volllast. Wieder, ob das wirklich stimmt, das werden wir in dem Test sehen, denn wir haben ja bereits das V550 getestet, das ja alles andere als leise war. Außerdem haben wir das XG Gold Advanced. Das ist mit einem RGB-Lüfter. Am Design hat sich zum Essential nicht wirklich viel geändert. Allerdings haben wir ja auch noch eine Wattanzeige auf der Seite drauf. Das hat ja bei Asus auch ganz gut funktioniert, beziehungsweise war das da ein OLED-Display. Hier haben wir ein normales LED-Display, das heißt, wie ihr es von einem Aufzug zum Beispiel kennt. Das reicht allerdings für eine normale Wattanzeige vollkommen aus.
Hier werden wir natürlich auch einen günstigeren Preispunkt haben als bei Asus. Da hatten wir ungefähr 200 Euro. Hier sind ungefähr 130 Euro angepeilt. 80 plus Gold. Natürlich DC zu DC-Wandlung, das kennt man ja von den Netzteil 7 Jahre Garantie. Beim Essential sind sogar 10 Jahre. Und natürlich voll modular. Außerdem haben wir genauso wie beim Essential noch einen 50% Fanless-Mode. Das heißt, bis zu einer Hälfte der Last ist der Lüfter komplett still. Das heißt, ihr habt, wie gesagt, einen normalen Gaming-Betrieb, kommt so ein Netzteil, ich sag mal mit 300 Watt, wenn ihr da eine 2070 und einen Ryzen dranhängen habt, kommt ihr eigentlich nie über die 300 Watt Schwelle. Und da ist das Netzteil zum Beispiel komplett passiv, was wirklich sehr, sehr gut ist. Denn so muss der Lüfter nie anspringen, nur wenn er wirklich benötigt wird. Auch die günstige Serie bei Cooler Master wird etwas refreshed. Wir haben hier die MWE-Serie. Das sind wirklich die sehr, sehr günstigen Netzteile. Wir haben hier durch die Bank DC zu DC-Wandlung. Das heißt, auch bei den wirklich günstigen Netzteilen mit 40 Euro oder sowas ist DC zu DC verfügbar. Das wird immer mehr zum Trend und ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn das wirklich der Punkt ist. Denn Spannungsregulation ist so kein großes Problem mehr und funktioniert deutlich besser. 80 plus White Label, 80 plus 230 Volt ist hier natürlich gegeben bei den günstigen Modellen. Wir haben ja auch noch das MWE Bronze, das ist ein bisschen besser zertifiziert mit 80 plus Bronze. Der Lüfter ist bei den günstigen Serien, bei den nicht modularen, ein HDB-Lüfter, das heißt Hydrodynamic Bearing. Bei dem teureren MWE Bronze mit vollmodularem Interface ist es ein Fluid Dynamic Bearing. Da gibt es noch die Unterschiede, dass das Ganze, wie gesagt, vollmodular ist. Ihr habt hier nicht nur, außerdem haben wir einen Fanless-Mode bis zu 40%. Das ist bei einem 80 plus Bronze-Netzteil wirklich ein guter Schritt, denn dann kann man auch so ein günstiges Netzteil auf jeden Fall sehr leise bekommen. Das ist ja bei solchen Netzteilen bzw. bei Netzteilen in dem Preisbereich eher immer nicht der Fall. Hier, wie gesagt, ist es auf jeden Fall deutlich besser. Die Garantie wurde ebenfalls erweitert auf ganze 5 Jahre. Für ein günstiges Netzteil wird das ja auf jeden Fall ein großer Vorteil. Die Wattklassen, die hier verfügbar sind, sind einmal bei dem White Label 450 bis 750 Watt. In dem Full Range Model, das 230 Volt Only Model, gibt es von 400 bis 750 Watt. Das ist dann ein bisschen günstiger, etwa 10 Euro, wurde mir gesagt. Das liegt einfach daran, dass bei Full Range noch eine Komponente dazu verbaut werden muss. Das ist bei den 230 Volt nicht der Fall. Die MWE Bronze gibt es in 450 bis 750 Watt und die anderen ebenfalls. Also alle in 450 bis 700 Watt, außer die hier noch in 400 Watt. Des Weiteren hat Cooler Master hier noch ein passives Netzteil bzw. ein Project-Netzteil. Das heißt, dann ist noch ein Prototyp. Das heißt Project Fanless. Also ohne Lüfter ist das ein 650 Watt Netzteil. Das klingt jetzt im Moment erstmal nicht so besonders, denn Seasonic hat ja ein 700 Watt Fanless vorgestellt. Hier haben wir dann allerdings auch die Möglichkeit, einen Lüfter zu verbauen in diesem Rahmen hier. Das heißt, ihr könnt das Netzteil mit einem Lüfter ausstatten und dann wird das Ganze zu einem 1000 Watt Netzteil. Das heißt, sobald ihr einen Lüfter anschließt, habt ihr ein 1000 Watt Netzteil, davor 650 Watt und ihr könnt hier jeden Lüfter einbauen, den ihr möchtet. Das heißt, entweder ein Noctua oder ein Cooler Master natürlich. Aber wer es ganz leise haben will, dann baut natürlich ein Noctua ein, vor allem wenn man dann einen kompletten PC mit Noctua-Lüftern ausgestattet hat oder haben will, dann ist das auf jeden Fall das Netzteil für euch. Wann und zu welchem Preis das kommen wird, das wird sich natürlich zeigen. Es wird natürlich so viel kosten wie ein 1000 Watt Netzteil, denn das ist ja bei Passivnetzteilen immer der Fall, dass die doch ein bisschen teurer sind. Und ja, aber auf jeden Fall ein wirklich sehr interessantes Konzept, vor allem für die Leute, die sich einen eigenen Lüfter bzw. die einen eigenen Lüfter da verbauen möchten. Apropos Lüfter, hier gibt es auch ein paar interessante Modelle, zwar nicht ganz so viele Neuerungen wie sonst, aber wir haben ja ein Industrial-Modell, das heißt, die sind eher für den Dauerbetrieb ausgelegt bzw. möglichst wenig Vibrationen abzugeben. Da richtet man sich auch an die Konkurrenz bzw. Noctua hat ja ebenfalls eine Industrial-Serie, die besonders auf lange Laufzeit bzw. lange Lebensdauer ausgerichtet ist. Das haben wir hier ebenfalls. Außerdem sollen diese Lüfter besonders leise sein. Wir haben hier ebenfalls einen kompletten Rahmen, der um den Lüfter herum geht. Also ähnlich wie bei Noise Blocker zum Beispiel. Eine weitere Neuerung haben wir hier, den MF120. Das ist ebenfalls ein Lüfter mit RGB. Allerdings ist hier auf der Mitte noch ein Label drauf, beziehungsweise eine sich rotierende Scheibe, wo ein Magnet unten ist. Da so das Logo von Cooler Master immer aufrecht stehen bleibt und quasi immer schön im Sichtfeld bleibt. Das ist wirklich eine coole Idee und hat seinen eigenen Stil, der auch wirklich sehr cool aussieht.